Excusez-moi. Excuse me. Tja, dann machen wir uns mal auf die Suche hier in Saint-Denis. Vielleicht auch auf die Suche nach der Reinigung. Wo ist der Typ mit Gavin? Ma'am? Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Wo ist der denn? Ist er da oben? So, wir reiten noch mal ganz langsam hier durch. Letzte Chance. Somebody help me. Okay there. Have not eaten. I've lost my friend. Somebody help me, please. Er ist das. Wir haben uns auch schon mal mit dem unterhalten, oder? Good evening. Have you seen Gavin? You still haven't found him? Nope, but I won't give up. He's lost. One morning, I just woke up and he wasn't there. Someone must have taken him. Maybe he just left. Gavin? No. No. We were best mates. I mean, really, best mates. He'd never leave me. Never. Gavin! Steh mir weg. I am so worried. Gav! 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 Where are you? Where are you? Also, wenn die Freunde sind, dann würde ich sagen, vielleicht Freundschaft plus. Ich will ihm ja nichts unterstellen, aber so eine kleine Träne und er vermisst ihn wirklich, das muss ein wirklich guter Freund sein. So, es wird schon wieder Nacht und wir wollen in den Salon. Wollen wir doch, oder? Guten Abend. Wo wollen wir denn hin? Da wollen wir rein. Spende für einen Blinden? Warum nicht? Oh, good day to you. Do you have anything you can spare for a blind man? Natürlich. Oh, thank you, sir. Truly, thank you. It means a lot to me. Gar kein Problem. In der Hoffnung, er hätte noch mal eine Story, aber hat er nicht. So, dann gehen wir doch mal hier hinein. Ja. Stick 'em up, Cowboy. Es war so klar. Kaum machen wir wieder irgendwas, was mit Dutch. Achso. Oh Gott. I thought so. So, here we are in a strange land of papists and rapists. Das hätte mich nicht gewundert. This city's all of the same to me. So, how you get on? I've been asking around about Mr. Bronte. From what I've heard, this establishment is our best lead, but I haven't had any joy in there so far. So. I should just give it a shot. I think so. Just keep it cool. You know me? I'll meet you back here anon. Guten Abend. Begib dich zur Bar. Funny
funny you should say that. Well, you know how it is. I told them, I say, that's the state of Lemoyne for you. America's dirty little French secret. And that's why we love it. Born and raised. Well, I'm a transplant, but I'm never leaving. Not unless we all get washed away. Every year they say that's gonna happen. It ain't happened yet. Let me tell you something. The rest of the states, they lucky to have us. If it wasn't for us, they'd probably run back to Britain with the tails between their legs at the first sign of trouble. You got that. Now, how can I help? You look like a whiskey man. Ja, warum nicht? Sure. Dollar, please. Ganz ein Dollar. Oh, that's the real stuff. From Scotland. Okay. Here, have one for yourself. Well, thank you. So, mister, can I ask you a question? You ever hear of a fella by the name of Bronte? Who's asking? Me. I'm asking. No, leave it, friend. What do you mean, leave it? Look, I don't know what business you did, but leave it, friend. You and your pal that was in here before. Na, das war das Bild. Angelo Bronte. Mr. Big. Mr. Italian spaghetti eating long streak of piss big. Yeah, he makes my skin crawl. I'm so swallowed, you cocksucker. You know what I mean, friend? Where can I find him? Oh, well, I reckon you talk to them kids in the alley, they'll know, I guess. Yo. Oh, hey, sure. Friend. You be careful now. Immigrants, they're not to be trusted. God damn you! Oh, das große Problem der Vereinigten Staaten zu der Zeit. Man kann einfach Einwanderern nicht trauen. Ist so. Keinem. Egal, wo die herkommen. Ne? Irland, Schottland, Großbritannien, also England, Deutschland, Italien. Chinesen ganz schlimm alle. So, da ist's. Ich hörte was tuscheln, aber es bringt nichts. Dahin. So, fragen wir doch mal das gemeine Volk in der Gasse. Schrägstrich-Gosse. Kommen wir da rein? Hey! Hey, you got a cigarette, mister? Maybe. Huh? I'm looking for a fellow named Angelo Bronte. Italian. I know him. Everyone knows him. Where is he? We'll take you to him. What it'll cost. I reckon I can pay. $5. Where's he live? New York? I'm an entrepreneur. If you don't want to pay, then I don't want to walk. Oh, man. That's a bad bread. Here. Come on. This way. Let's go, mister. You coming, Cleet? Der hat es doch beklaut. You get lost around here. Come on, then. You new to the city, mister? Pretty much. Don't worry. No one knows it as good as me. Der hat uns doch beklaut, die Sau. Come on. You want to see Bronte or not? Du hast mich doch beklaut, mein Freund. I ain't got all day here, mister. Ich darf ihn nicht erschießen. Ich trau dem Typen nicht. Ich weiß, es sind Kinder, aber es sind Straßenjungs. Need his services, but you got the doctor on the corner there. Nice enough, fella. That's Baird and Schreiber on the right there. Famous bookstore. Not that I'm much of a reader myself. Now over here's a real piece of art. That's the Church of the Holy Blessed Virgin, mister. Modeled on the famous church in Toulouse, which is in France. You been to Toulouse, mister? No. We're Catholics here, mister. Ain't Baptist or nothing. My mama said they used to burn Protestants and all, but we all friends now.
Isn't that the most beautiful testament to God's love for us all? Bet they don't have nothing so fine where you come from, mister. Look at them fine steeples. Boah, ich wusste es, ich wusste es. Die kleine Sau. Okay. Wir kriegen unser Pferd nicht. Wie? Warum? Was soll das? Wieso konnte ich nicht an diese verdammte Straßenbahn? Du verarschst mich doch. Wo ist die Sau? Moment, so. Oh nö! Ich komme darauf. Ich komme darauf, mein Kleines. Scheiße. Oh, ich werd alt. So. Ich krieg dich. Wenn das letzte ist, was ich tue. Oh nein! Das ist doch gescriptet. Jetzt mal ganz ehrlich, ich habe genau in dem Moment... Ja. Ja, ich glaube, das ist gescriptet. Talking about friend? I ain't your friend, but that kid is, and he robbed from me. Now give me back my stuff and take me to Angelo Bronte. Senor Bronte. That kid was gonna show me before he robbed me. Now, come on. You new in town, mister? Come on. Mr. Bronte's got a lot of friends, mister, but I ain't never seen you. We ain't friends. You don't like no one, mister. Mr. Bronte, he's got fine hair. He got a beautiful house, and I am proud to work for him. He got 50 men, mister. Why he gonna care a thing about you? I just want to speak with him. I'm sure you do, mister. You and them friends of yours been asking about him all over town. He been mighty disrespected. Bunch of muddy Yankees in town asking questions. Well, you and your friend should pay him a visit, mister. He's got a big house on Flavian Street opposite the park. Hey, yokel. Now, get out of here.
da haben uns gerade ein paar Kinder veräppelt. Ich glaub's ja nicht. Die haben uns beinahe abgezogen. Okay, war schön gescriptet. Man denkt sich im Moment, wieso klappt das nicht, aber... Ja. Eigentlich ja ganz nett gemacht. So, der Dutch ist in diese Richtung. Wo ist eigentlich unser Pferdchen die ganze Zeit? Ah, wer braucht schon ein Pferd? Die haben mein ganzes Geld gestohlen. Wer hat das gesagt? Hey, Mister. Good morning. Du warst es nicht. Ah, weißt du was? Listen, you have to take this. Well, that's real kind of you. I lost my money playing poker. I know where a good game is. Above the gunsmith. real. Hush, hush. So, über dem Büchsenmacher. Oh, keep that in mind. Ganz genau, das merken wir uns. Da ist ja der Büchsenmacher schon, oder? Das ist doch hier. Über dem Büchsenmacher. You're back. Come on in. Do you need any assistance? Nee, gerade nicht. Excuse me. Get out of there. Don't mess around in here, please. I'm sorry, partner. Ich wollte nur gucken. Ich wollte nur mal gucken. Oh, guck mal, unser Pferdchen ist wieder da. Ist doch auch schön. Okay, dann zurück zu da. Über dem Büchsenmacher. Also da oben. Gibt es da vielleicht einen anderen Weg rein oder hin? Nicht vor den Augen der Polizei irgendwie Stress machen. Jetzt lauf doch. Nein, das ist vollkommen okay. Reiten wir zu Dutch. Da war ja noch was. Der müsste sich ja irgendwo hier rumtreiben. Und wir haben ja was rausgefunden. Der ist ja bestimmt jetzt irgendwo stumpf hier stehen geblieben. Da sitzt er, oder? Weißt du, wir machen hier die ganze Arbeit und der... Naja. Ich komm gleich. Einmal kurz gucken, was hier so abgeht.
General Quincy Harris. Okay. Mit einer kleinen netten Inschrift auf der Pobacke des Pferdchens. Ja, das bin wieder da. Where you been? Getting robbed? Who by? Bunch of children. I won't inquire anymore. But I found Mr. Bronte. Seems to be some Italian Mr. Big in town. Everybody knows him, but nobody wants to talk about him. Apparently lives in a big house on Flavian Street, opposite the park. Good work. So what now? We go pay him a visit. I'll get John, you meet us there. Whatever it takes, we need to get that boy back. I cannot decide which I like less, the swamps or the city. Both are full of parasites, reptiles, and slime. We're a long way each to land we know, and far from real open country. Naja, es ist ein bisschen schmuddelig. Aber man muss ja auch nicht immer nur das Negative sehen. Oder ist auch so.